Willkommen zurück bei The Last of Us Remastered. Und es ist spannend und deswegen weniger Blabla, mehr zocken. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Ist okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Yeah. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen.
gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lass ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Ellie? Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry? Ellie, bleib da. Henry! Henry, was hast du getan? Du gibst Sam. Mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld! Henry! Henry, nicht! In Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Ja, liebe Freunde, das war wieder eine sehr heftige Zwischensequenz, darf ich mal sagen. Das Spiel verschont uns überhaupt nicht. Sam und Herni gibt es nicht mehr. Einen kleinen Zeitsprung haben wir auch gebracht. Wir sind jetzt im Herbst. Was ich jetzt sehr schön finde, ist, dass der Joel ein anderes Hemd anhat. Weil es wird ja kälter, langärmlich. Und die liebe Ellie hat ein kleines Jackerle gekriegt. Und wir sind wieder in der freien Natur. Die Zwischensequenz war eine kleine Gänsehautsequenz. Ich bin da geguckt mit Gänsehaut. Gefällt mir sowas. Schauen wir uns da mal ein bisschen um. Sehr schön wieder. Ich freue mich auf Spiele mit der Grafikqualität und die was Open World sein. Ich glaube, der Witcher wird so ein Spiel. Das werden wir natürlich zocken bis zum Umfallen. Der Witcher 3 wird, glaube ich, nächstes Jahr wird das released. Und ja, so viel dazu. Sofort gekauft. Was, Ellie? Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Ja, komm. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Aber wie kommen wir zum Fluss? Soll ich da runterspringen jetzt, oder? Das ist sicher ein Todesurteil. Das schaut mir ziemlich hoch aus. Aha. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Feiern. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. Gehen wir weiter. Ellie ist voll motiviert. So.
ich glaube, dass wir da heute auf dem richtigen Weg sein. Sehr viele Dialoge und Zwischensequenzen in der Folge, aber das gehört dazu. Gefällt mir sehr gut. Gleich wie die Gegend da, das ist einfach ein Traum. Schauen wir mal kurz den Wasserfall da an. Sehr schön gemacht. Oha, da ist was. Wow, was ist das? Du siehst, es ist ein altes Wasserkraftwerk. Ein Wasser was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Ich ahne Furchtbares da drin schon wieder. Oha, da kann man was drehen. Du bist so intelligent. Jetzt schauen wir da mal in die Tür rein. Messer, haben wir das noch? Jawohl. Okay. Und finden wieder einiges. Teile. Oh, da haben wir wieder reichlich gefunden jetzt. Was war das? Ich habe da nämlich jetzt einen Revolver gesehen mit Zielfernrohr. Bin ich noch gespannt. Die Ellie wartet da unten. Okay. Wo müssen wir hin? Ich überleg mir was. Warte hier. Let's swim machen wir. Schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Die Ellie da allein so Druck lassen, taugt mir überhaupt nicht. Und die kommt da nicht gegen die Strömung an, okay. Da schon wieder nichts. Na, Fische haben wir auch da, sehr schön. Mal Luft holen. Dann schauen wir uns das da unten mal genauer an. Da scheint aber nichts zu sein, was für uns wichtig ist, oder? Und schon wieder Luft holen. Ah, ich muss länger oben bleiben, damit die Sauerstoffreserven da aufgefüllt werden. Jetzt geht's wieder. Tauchen wir mal tiefer. Und schauen in die Richtung da. Ich mag da nicht rein. So, auftauchen, Kim. Joel, auf. Ja, liebe Freunde, du schwimmst jetzt an die Oberfläche. Danke. Das war's für die Folge. Wir stecken eh. Hat's euch gefallen? Daumen da lassen, Kommentar oder Abo. Und wir werden nächstes Mal weiterschauen, wie wir da über den Damm kommen. Bis zur nächsten Folge.